der Richtung gelegen und irgendein Muskel in meinem Hals tut mega weh. Einfach immer, wenn ich schlucke oder meinen Kopf bewege. Ja, da habe ich tatsächlich sogar eine Theorie zu. Kann es sein, dass in letzter Zeit ein Tiger über deinen Schatten gelaufen ist? Hattest du den Schwanz vielleicht ein bisschen zu tief im Hals stecken? Ich wüsste nicht welchen, außer du warst zufällig hier. Ey, real talk, mach jetzt keine Versprechen, die du nicht einhalten willst. Wir gehen irgendwann mal zusammen saufen. Nee, ich muss davon instant kotzen. Ich geht echt nicht. Das wird sich ändern. Nimmst du bitte auch auf. Halt. Gegenfrage, heißt Tomatenmark, Tomatenmark, weil Tomatenmark, Tomatenmark? Echt die schlechtesten Wortwitze, die es gibt. Richtig, aber Tomatenmark hat mich als Technik eingespeichert. Gut, ich habe ihn eigentlich als Mark Dimongo eingespeichert, aber das ist was ganz anderes. Kannst du bitte auch aufnehmen, Tim? Natürlich nicht aufnehmen. Warum? Danke. Weißt du, da zahlt man einen Haufen Kohle, um einen Haufen Kohle zu zahlen, und dann bezahlt man nur einen Haufen Kohle. Genau. Ja, AFK, hallo, danke schön. Wir treffen uns jetzt wieder auf der Kirche. Die allmächtige Kirche von Kirchenstadt. Ey, Junge, dieser Server macht mich noch kaputt. Nicht so sehr wie Gobben und Timolia mich kaputt machen. Kaputt gemacht haben, Jul. Kaputt machen, am Tun, am Dran, am Sein. Zählt das? Bei mir stand aber, dass du die Dings betreten hast. Ja, aber du bist nicht auf der Kirche. Hä? 275, 75, 1. Auf der anderen Seite gibt es dann anscheinend noch eine Kirche. Das ist mir hier etwas zu gesund. Können wir uns auf die Haribo-Kirschen einigen? Auf die hätte ich jetzt Bock. Ja, die fühle ich ehrlich auch. Ein Kollege von mir hat das immer Mäuse-BH genannt. What the fuck? Perfekt. Bist du bereit? Bye, have a great time. Ja, nee. Schick mir ein Bild davon, was für ein Codierer du hast. Und bitte wieder scheiß FLV-Dateien. Da kann ich kotzen, wenn ich das sehe. Nein. Och, Junge, Hypixel. Könnt ihr euch mal bitte ans Knie ficken gehen? Danke. 85%. Man muss jetzt sagen, ich bin 87%. Kein Experte, aber das ist etwas zu hoch. 88%, 89%, 90%. Eine Minute, 37 Sekunden später. 93,2. Ja, ich hab's verstanden, jetzt halt deine Fresse. 93,6. Mal schauen, auf wie viel Prozent das noch hochgeht, bis es sich stabilisiert. Das wird sich nicht stabilisieren. Doch, irgendwann bei 99% hört es schon auf. Wir haben unterschiedliche Definitionen von stabilisieren. schick mir nochmal ein Foto von allem, was da steht. Junge, das ist ja komplett spanisch. Ich nehme jetzt schon seit einer Viertelstunde auf und wir haben noch keinen Fight gemacht. Kommt vor die Anmod noch. Mit Ausnahme von unserem Gesang, der kommt nach der Anmod. Wir spielen einfach Minecraft Bedrock. Ich spiele auf dem Handy und nehme Star auf. Hi-Fat. Das ist es. Ja komm, jetzt wir spielen einfach und nur du nimmst auf. Ich habe auch einen Kollegen von mir, unglaublich netter Typ, ne? Aber der ist so, ey, lass Warzone spielen. Ich so, ja okay, ich komm on. Entweder ist der schon mit einem Kollegen. Und dann komme ich dazu und das sind dann meistens korrekte Leute, ne? Aber ich mag keine Menschen. Naja, kauf dir eine Capture Card. Also geh in den Mediamarkt, klau dir da jetzt eine Capture Card, hol deinen Laptop. Wenn der kaputt ist, dann klaust du dir am Mediamarkt auch noch einen Laptop und dann nimmst du es über die Capture Card auf. Ja, jetzt geht's los. Let's go. Komm schon. Dann bist du endlich mal da. Ich nehme jetzt seit einer halben Stunde auf. Ja, schön. Das freut mich. So, Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wir werden jetzt... Och, leck mich doch am Arsch, Hypixel. Langsam ist es witzlos. Tim, einmal schlagen und dann ein bisschen rumbewegen, damit man nicht gekickt wird. Bye, have a great time. Danke. Also Leute, wir nehmen erst seit einer halben Stunde auf. Deswegen werdet ihr gerade auch einen 20-minütigen Vorspann gesehen haben. Nein, werdet ihr nicht. Aber ich werde euch jetzt erstmal ganz kurz erklären, worum es in diesem Video geht. Wir dachten uns, wie kann man ein geiles Video machen, womit man auch was Tolles macht. Und dann ist einem aufgefallen, dass jedes Video von mir toll ist. Nee, also Leute, wir werden jetzt 10... 2v2s machen auf dem wunderschönen Hypixel-Server. Wir wollten es eigentlich auf Timolia machen. Das Problem ist, die Genies sind auf die Idee gekommen, 1.16 und 1.8 PvP jetzt zu machen. Und jetzt hast du in beidem nicht genug User, um überhaupt Fights zu finden. Auf jeden Fall machen wir 10 2v2s. Für jedes 2v2, was wir gewinnen, spenden wir $1 an Team Trees, I guess. Jetzt werdet ihr euch zwei Sachen fragen. Zum einen bin ich nicht eigentlich schon, keine Ahnung, 2,5 Jahre zu spät, um auf den Team Trees Hype Train aufzuspringen. Ja, das bin ich. Zweitens werdet ihr euch jetzt fragen, warum Dollar? Bei uns zahlt man doch in rohen Reiskörnern. Das ist eine logische Frage, warum in Dollar und nicht in rohen Reiskörnern. Die Antwort darauf ist einfach, dass es bei Team Trees um Dollar geht und nicht um rohe Reiskörner. Ich würde sehr gerne ein paar rohe Reiskörner jetzt auch spenden. Geht das? Ich glaube, das wird schwierig. So, los geht die Party. Ich würde sagen, ihr dürft jetzt einmal kurz raten,
in den Kommentaren, wie viel Dollar am Ende des Tages zusammenkommen werden, wie viele Fights wir gewinnen werden. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, wo wir Geld spenden, um die Welt zu einem tolleren Ort zu machen, lasst ein Like da. Abonniert diesen Kanal, damit sich dieses tolle Video auch refinanziert. Und zu guter Letzt, ey Tim, was wird das hier? Bevor das Video aber losgeht, wollte ich mich noch beim Sponsor des heutigen Videos bedanken, ohne den das hier gar nicht möglich gewesen wäre. Es ist derselbe Sponsor, der auch schon das Haas Formel 1 Team sponsert. Ivins Intercontinental Ballistic. Moment mal. Hey Siri, what means ballistic in German? In German, ballistic is ballistisch. Ja. Danke für gar nichts. Ob ihr euch an eurem Kollegen rächen wollt, dafür, dass er euch nicht die Deutschhausaufgaben abschreiben lassen wollte während des Abi-Gigs, damit ihr angeschrien werdet von eurer Deutschlehrerin, Frau... Oder ob ihr euch dafür revanchieren wollt, dass euch ein Freund eine Pokémon-Karte geklaut hat, als ihr 7 wart, bei Ivans Intercontinental Ballistic. Hey Siri, what means ballistic in Russian? In Russian, ballistic is... Ballistischeski. Das finde ich schon mal deutlich besser. Also... Bei Ivans interkontinentalen Ballistischeski Angriffsraketen findet ihr immer genau das Richtige, um euren Freunden eine nette Botschaft zukommen zu lassen. Und wenn ihr jetzt den Code GAMER4ALL10 benutzt, spart ihr 10% auf euren ersten angeordneten Raketenangriff. Würde mich sehr supporten, wenn ihr die über meinen Link auscheckt. Ohne die wäre das Video nicht möglich gewesen. Und wenn euch die Idee von dem ganzen Video gefällt, würde es mich sehr unterstützen, wenn ihr ein Like da lasst und einen netten Kommentar schreibt. Und jetzt geht's los mit dem Video. Viel Spaß. Wir hatten eigentlich von 2v2s geredet, Tim. Oh, stimmt. Das war Gewohnheit. Wir spielen jetzt einfach die Runde Bad Wars. Pass hier in die Runde einfach eh kurz. Passt schon. Alter, nee, ich will nicht mehr. Und ich werd nicht mehr. Viel problematischer. Ey, es sind bestimmt 20% der Halbpixel-Spieler Deutsche. Unterschätzt das nicht. Ich spiele lieber gegen Amis mit High-Ping als gegen Deutsche, mit wo wir beide Scheiß-Pings haben. Am Ende des Tages sind es immer noch Deutsche, die Deutschen. Ja gut, das stimmt. Deutsche sind sehr unsympathisch. Ich habe heute eine Runde CS gespielt, hab einen Teammate dann beleidigt. Auf Deutsch, und da hat er mich einen deutschen, asiatischen genannt. Kreativ. Oi, Junge, das war so ping, er hatte ein halbes Herz. All around me are familiar faces. Oh, da ist ein Gelber, der hat kein Bett mehr, den hole ich mir. Oh, Junge, lauf jetzt doch nicht weg. Ach nein, er hat es noch ausgegeben. Ich habe ihm heute Nachmittag schon geschrieben oder gesagt, dass wir heute Abend zusammen aufnehmen wollten. Und er fragt mich jetzt, ob wir zocken. Und ich schreibe ihm, dass ich ihm heute Nachmittag geschrieben hatte. Und er fragt mich jetzt schon wieder, ob wir zocken. Ich reiß nicht. Ja, ich sehe hier einen. Der hat Invisibly, aber... So, dich habe ich. So, dann... Was macht denn Rot da? Und was macht Grau da? Also, ich habe nicht ganz verstanden, was es bei Rot werden sollte. Bei Grau habe ich noch nicht reingeguckt. Grau ist raus, weil sie scheiße sind. Hä? Die waren komplett lost. Achso, übrigens, die Roten kommen zu uns. Ich hole das rote Bett, wenn die nicht vorher unseres holen. Ja, die bauen sehr langsam, aber ich sollte mir dann vielleicht mal was Besseres als Lederrüstung und ein Holzschwert gönnen. Ja, die sind beide hier. Ich dachte, die sind bei dir. Die bauen langsam. Junge, die sind in ihrer Base. Bauen gar nicht mehr? Ah, die bauen gar nicht mehr. Ja, Nick, es wäre nett, wenn du zu Rot kommst, weil dann könnten wir das Bett holen. Oder er kauft sich eine Fire Charge. Und dann holen wir uns eben nicht das Bett. Das ist einfach nur lächerlich, Alter. So, jetzt change ich ab kurz mein TP. Geh in Downloads, nimm das, geh zurück, kopier das hier rein, geh hier rein, geh hier raus, geh da rein, nimm das Zickzack vor 4, nimm das raus, nimm das rein. Das Zickzack vor 1. Achtung, weiß bei uns mit TNT. Die Cross-Team, doch der hätte sich die Roten auswählen können und das Bett wäre fast genauso behindert eingebaut wie unseres. Bye, have a great time. Sehr schön. Die Frage ist, zählen wir das jetzt schon als ersten Win? Ja, natürlich. Wir haben 11 Dias in der Base. Wenn du Bock hast, kannst du mal halt noch ein paar Dias dir farmen. Bruh. Ja. Bro, das war die beste Fire Charge, die ich in meinem Leben gesehen habe. Ach, leck mich doch. Kannst du unser Bett mal etwas besser einschwitzen als das, was wir gerade haben? Nein. Kann ich dir gleich schicken, aber gerade kommt ein Roter, deswegen wäre es echt hart nett, wenn du nicht AFK sein könntest. Von wo kommt Rot? Von vorne? Ja. Ja, jetzt ist er im Void. Oh nee, hier ist ein Rot. Ah gut, der Rote ist scheiße, ne? Aber trotzdem habe ich Dias, die ich nicht verlieren will. Sizzle. Da kommen wir jetzt aber wieder zu dem Aspekt, dass der Rote scheiße ist. Junge, ich habe mein Schwert getroppt, ich dummer Huhn. Aber die Roten sind so scheiße, dass ich ihn kriege, obwohl er mein Schwert eingesammelt hat. Alter, ich sehe den Typen nicht. Also ganz kurz, ich weiß nicht, was er sich irgendwie erhofft, weil er geht hin und
hält die Fire Charge schon in der Hand. Ich hab dir gesagt, das ist scheiße. Da, fuck. Ach, Junge. Hör doch mal auf. Bist du gerade bei denen vor der Base? Nee, ich bin bei denen in der Base. Zählt das auch was? Ja. Ey, ich hab's Bett offen. Auf? Ich hab das Bett offen. Ja, und ich hab das Bett. Good job. Good job. Erster Win des Tages. Ja, das war actually eine gute Runde. Lull. Das war wirklich eine gute Runde und die hat auch nur 20 Minuten gedauert, keine 25, wie ich erwartet hatte. Okay, Leute. Zweiter Fight. Hitboxen. Oh, Hitboxen. Ich bin echt scheiße und wir werden wahrscheinlich so baden gehen in der Nummer. Einfach nur pingbedingt schon. Oh, Junge, er hat ein halbes. Good job. Hier sehen Sie Tim, der versucht, ihn zu bow-spammen, während es nicht funktioniert. Und jetzt geht's in den Swordfight. Yeet. Junge! Jo, also sorry, ich hatte ihn gerade mega in der Kombo und jetzt drückt ihr mir sonst was. Ich hasse den Game Mode jetzt schon. Also ich muss mal ganz kurz mein Inventory anders sortieren. Ey, jetzt mal ernsthaft, was für ein psychisch Kranker macht so eine Inventory-Sortierung? Ich wüsste es gerne. Den Dude hole ich mir jetzt mal. Der Typ spammt halt nur. Hab meinen. Good job. Ich sollte meinen auch haben können. Ey, Digga, der Ping ist so weird, ne? Der fliegt nicht. Ja, ist. Robert! Ey, das war krass abgestaubt. Das war sowas von abgestaubt. So, 3 Games, 2 Wins. 2. Dollar, der an Team Trees geht. 2. Baum, der gepflanzt wird. Wie gesagt, wir bedanken uns bei Tim, der es tatsächlich bezahlen wird. Und bei meinem Sponsor, Ivans Interkontinentalraketen. Dass der sich meine Inventarsortierung nicht speichern kann, ist beeindruckend. Junge, die haben aber auch gar kein Aim. Null. Ich habe eben 10 Sekunden gebraucht, um mein Inventar zu sortieren und die haben nichts getroffen. Die ersten 3, 4 Pfeile, die geschossen haben, waren 15 Blöcke vor uns. Schau dir an, wo die Pfeile landen, bitte. Allein die Tatsache, dass ich es schaffe, sie zu treffen, sagt, dass sie krass wenig Movement haben. Und mit krass wenig meine ich einfach gar keins. Achtung, ich hol mir den hinter dir. Gut, vielleicht auch nicht. Ja, du wärst gerade gedoubled. Nur so, falls du es noch nicht wusstest. Achtung, sonst. Ja, okay, dann lass den halt 2v1, ne? Junge, er hat mir einen einzigen Hit gedrückt und danach habe ich ihm, glaube ich, 15 Herzen Schaden gedrückt. Digga, ich finde die nicht, weil die so 12 Minuten Delayed Knockback bekommen, ne? Ja. Das ist wild. Das ist schlimm. Ich habe den ersten. Sollte es vielleicht mal healen, einfach so sicherheitshalber. Ja, danke für den Win. GG. So, nächster Dollar. Wir verbessern hier ja die Umwelt im fliegenden Tempo. Ey, dass die sich keine Inventory-Sortierung merken können. Weißt du, der sollte vielleicht mal anfangen, mit dem Schwert zu hitten, anstatt mit der Rod, weil das Schwert macht mehr Damage als Rod. Huch, ich bin gleich tot. Wenn du die Heads rechts klickst, isst du die instant. Du hast keine Food-Animation. Das wusste ich noch gar nicht. Weißt du, das sind Informationen, die hätte ich gerne beim Pre-Game-Briefing schon gehabt. Junge, er fliegt einfach durch mich durch, Knockback. Naja, gerade eben ging's nicht, auf jeden Fall. Junge, seine Hits. Ja, ist halt Cheater. Ja. Nick, also vor allen Dingen sein Heal. Ja, komm. Das kann doch nicht sein. Wie viel Heal will er noch haben? Also wenn er jetzt immer noch Heal auf Lager hat. Nein. Hat er nicht. Okay. Ja, das war's. GG. Junge. Fucking Job. Fünfter Fight, 4. Baum, den wir jetzt pflanzen lassen müssen. Wie anstrengend der war. Lass einfach Bad Wars als extra und wir spielen 10 2v2s. Wir haben jetzt eine 3er Winstreak, wir sind richtig crank, Alter. Ey, Digga, also die Range-Hits, die er mir teilweise... Also, ich meine, es ist halt alles NA, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Ja. Und ich, Junge, ich bin ne Mongo. Ich habe ihn mit einem scheiß Eimer gehittet, sonst wäre er schon lange down. Ja, ist. Junge, ich hab falsch gehotkeyt, sorry. Ich hab einfach falsch gehotkeyt, weil die so weit hinten, weil die Gaps einfach auf der 6 liegen. Fuck. Ja, ich komme mit der Inventarsortierung auch ganz schlecht, nur klar. Ey, Junge, der Typ fängt halt an, mich anzugreifen, während ich noch mein Inventory sortiere, ist aber absolut scheiße.
Komm, ein Herz hat mein. Junge, also deiner hat ja noch einen schöneren Ping als meiner. Junge, Alter, kann ich ihn bitte hitten können? Kann teilweise gar keine Blöcke placen. Junge, du hast mir den so asozial. Ja, hast gestoppt. Du mir aber auch in unserem ersten Moment. Leute, ich hätte nicht gedacht, dass es so gut geht. Ich hätte echt gedacht, dass dadurch, dass es ein A-Server ist, wir wahrscheinlich einfach von den Dudes komplett zerpinkt werden. Okay, mein Gegner ist auf den ersten Blick richtig scheiße. Naja, meiner hat mir 3 Herzen gemacht und headet jetzt zum zweiten Mal. 0 Herzen, komm schon. Dankeschön. Mein Gegner musste gerade 2-mal hintereinander headen. Ja, das kann ich. Ja. Good job. GG. Digga. Es gibt ein neues Update, Nick, ganz wichtig. LGBTQIAPN+. Ich weiß noch nicht, wo das PN herkommt, aber... Relativ logisch. PN steht für Privatnachricht. Das heißt, es gibt Leute, die haben einen Fetisch dafür, Menschen eine private Nachricht zukommen zu lassen. Relativ simpel. Aber dann bitte auch mit einem DP. Ich weiß nicht, wofür DP stehen soll. Das, was nur Männer haben und ein Bild. Ach, weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht, muss das? Muss das? Nick, die wollen nicht Q1? Nee, wollen sie anscheinend nicht. Also vielleicht wollen sie das, aber kompetent. Achso! Nein, wie assi sie auf High Ping gehen. Ja, wie er sich selber in Lava setzt, weil er auch so einen geilen Ping hat wie ich. Hey Junge, er hat gefühlt bei mir Speed. What the fuck? 2v1, Achtung, Tim, lauf. Scheiße! Ich dachte, ich komme noch weg. Kannst du nachschauen, was der noch für Heal hat? Oh nein, ich hasse mein Leben. Aber ich ziehe dich, glaube ich, nicht raus, oder? Gut, ich würde mal sagen, das zählt einfach nicht als Fight, oder? Ja, es zählt nicht. Mir wird mich ins Video geschnitten, fertig. Ey, also irgendwie 50% der Zeit spielt er wie die größte Mongo. 50% der Zeit spielt er irgendwie wie ein scheiß Pro-Player, ne? Spiel ich. Meinst du, weil du genauso spielst? Ich glaube, er hat jetzt schon keine Heads mehr gesehen habe. Beziehungsweise den ich in meinem Leben sehen musste. So, die Hitze nicht normal, Nick. Ich brauch dich. Nee, teilweise die Kombos, die sind echt unlegit. Ja, das ist nicht sein scheiß Ernst. Es ist so lächerlich, wie lange braucht man zum Gabben. Hattest du keine Headshot? Nee, kannst du ihn bitte killen? Ich gebe mein Bestes, aber der Typ cheatet. Der hatte noch ein Head. Das kann nicht sein. Hey, wie viele Heads hatte er? Bro? Meine auch. Ping oder Cheat? Schau dir mal meinen an. Die haben irgendwelche krassen Animationen. Ich glaube, das sind einfach so Leute, die schon seit 5 Jahren, das sind irgendwelche Triad-Amis, die seit 5 Jahren Minecraft-PP zocken und sich fühlen. Das sind so 2 von diesen Amis, von denen es in Deutschland 10 Millionen gibt. Das ist der letzte Fight, Leute. Jetzt sage ich schon mal, wenn es euch gefallen hat, folgt mir auf jeden Fall auf Twitch. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schaut auf jeden Fall bei meinem Sponsor Ivans Intercontinental Raketen rein. Die gehen auf 2v1. Nee, 2v2 wollen sie mich nicht. Also wie gesagt, schaut bei Ivans Intercontinental Raketen vorbei. Mit dem Code GAMMAFORALL spart ihr 10%. Nochmal ganz kurz Werbung machen. Wenn ich meinen Dude nicht kriege, dann kriege ich einen Anfall. Meiner war tot, wie konnte ich sterben? Das war ein Bug. Meiner war tot, meiner war Real Talk schon tot. Bei mir stand -1 bei den Herzen, er war einfach schon tot. Also die Range, die er teilweise an den Tag legt, ist halt echt lächerlich, ne? Wenn du das noch gewinnst, das wäre so legendär. Komm, Nick. Junge, du Maschine. 10 Fights. Let's go. Alter, als du da mit 2,5 Herzen zwischen den beiden warst, hätte ich ehrlich nicht gedacht, dass du das gewinnst. Hey, du kannst hier das Replay watchen. Aber das kann ich nicht, weil ich bin nicht Party-Leader. Ich darf keine Leader auf Partys anmachen oder sowas. Ich hab Kollegen, die tatsächlich dafür eine Petition haben sie noch nicht gemacht, aber die das als Regeln machen, weil sie einen scheiß Musikgeschmack haben. Cringe. Digga, ganz kurz, ich bin in Lobby 5. Und ich war jetzt bei beiden Kirschen.
Gibt's vier Kirschen? Ich bin ja, jetzt bei. In jeder Himmelsrichtung. Nein, du gehst jetzt zu 275. 75, 1. Genau. Und ich sehe dich. Es ist echt ganz komisch. Hä? Wo bist du? Hi. Weiter mal. Ja. Also dann, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein Abo da. Schreibt einen netten Kommentar. Kann der sich verpissen gehen? Dankeschön. Schreibt einen netten Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Würde mich sehr, sehr freuen. Checkt Tims. Nein. Checkt Tims Twitter aus, checkt Tims Twitch aus, checkt Tims YouTube aus und checkt vor allen Dingen Tims OnlyFans aus. Da er tatsächlich. Ich hab OnlyFans, aber ich hab kein OnlyFans. Perfekt, Tim. Denn Tim ist tatsächlich eigentlich der Haupt. Also Tim ist der, der bezahlt, Hauptsponsor des Videos ist und bleibt natürlich trotzdem Ivans Interkontinentalraketen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Spenden jetzt $6. Und mit wir meine ich Tim. Da werde ich euch jetzt einfach mal einen Screenshot von dem Beleg oder so einblenden. Was machen wir mit der Bettwurstrunde? Stimmt, ich kann das eigentlich als Win. Bleibt das ja stehen, damit sind wir bei 7. Ja, die werde ich irgendwie zusammenschneiden, was weiß ich. Das Video geht knapp 1,5 Stunden Stand jetzt. Also dann, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, dass ihr mich hier abonniert, Glocke anmacht. Gleiches auf Twitch, da heiße ich Gamerfall Live. Das ist, weil irgendwer Gamerfall schon halt benutzt hat. Aber der streamt nicht mal, was ich frech finde. Aber darum geht's hier jetzt gar nicht. Och, Hypixel, ihr seid solche Arschgeigen, wisst ihr das? Ja! Wow! Also Leute, wie gesagt, abonniert mich, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen netten Kommentar da. Lasst ein Like da. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, folgt Tim auf Twitter und auf OnlyFans, damit es finanziert werden kann. Schaut bei meinem Sponsor Ivans Interkontinentalraketen rein. Lasst ein bisschen Liebe da. Code GAMERFALL kriegt ihr 10% auf euren ersten angeordneten Raketenschlag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream wieder. Bis dahin. Ciao. Willst du noch was sagen, Tim? I know, but it would be cheaper to upgrade me, you know? Bitte was? Perfekt. Willst du noch was zum Abschluss sagen oder kann ich jetzt aufhören? Du kannst aufhören. Das muss ich so behindert schneiden, ey, nee. Saufen. Morgens, mittags, abends, wir wollen saufen. Der Hahn muss laufen. Morgens, genau. Mittags, abends, er muss laufen. Saufen. Ja, also ich glaube, das ist schlecht. When we really trying to figure what we did to ourselves. When you buy your happiness, you need something to sell. And the only way to get into heaven is through hell. This negativity's a recipe for enemies. And everything we thinking that we need ain't a necessity. Found a better me through a better you. But to understand peace, something man can't do. We need change in order to pull through. This one right way, do what works for you. And do what you gotta do, cause you gotta do it. Put your hands